Hi meine Freunde, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Part 2. Und wir sind immer noch in Eichenhain. Wir gehen jetzt aber in Eichenhain 2 in schiefes Bergwerk. Und wir haben 8 Leben. So, zurück gibt's wohl nichts. Ist nicht so wie bei Donkey Kong. Nee, ich will kein Blümchen. Weil ich finde den Eichelpilz am besten. Hier ist noch eins. Also hätten wir jetzt schon wieder ein zweites. Also falls wir überhaupt nichts gehabt hätten, dann hätten wir jetzt... dann hätten wir jetzt eine Feuerblume. Plus natürlich einen Pilz. Ich will aber das so. Gehen wir mal hier unten. Ach nee, da gibt's nichts. Nee. Immer schön aufpassen. Ach, selbst mit dem kann ich fliegen. Ist ja cool. So, und runterrutschen. Und weiter. Oh, nee, da hoch wollte ich nicht. Huch, was kommt denn da? Boah, mein Gamepad vibriert und vibriert. Ach, schon wieder ein One-Up. Oh, nee. Also es wurde schon erzählt für New Super Mario Bros. U, was ich natürlich jetzt nach diesem Part anfange, weil es noch am Laden ist. Nein, das wollte ich nicht. Rutschen wir. Warum mache ich halt nicht sofort? Soll viel schwerer sein als New Super Mario Bros. U. Mal sehen, ob sich das befürwortet. Blümchen. Dann holen wir uns das mal, wenn wir schon keinen Eichelpilz mehr haben. Komm doch. Oder hast du Angst? Nee, er hat Angst. Aha. So kann's kommen. So, dann müsste doch hier das nächste sein. Nee, doch nicht. Ja, und der hält natürlich das aus. Nee, den will ich nicht haben. Ach. Egal, dann gehen wir so hoch. Okay, hier war doch keine Sternmünze, wie ich gedacht hatte. Also unnütz gewesen, außer man braucht einen Power-Up. Und man ist bisschen geldgeil und will sich die Münzen hier sammeln. Ist ja auch noch was? Nee, leider nicht. Da ist auch nichts. Nee, ich glaube, ich musste da hoch. Ach, gehen wir mal weg. Da müssen wir den Koopa hinschicken. Den Root und Koopa. Ich will natürlich so viel wie möglich erkundigen. Und hier können wir natürlich, weil wir jetzt klein sind, nicht mehr runter. Nee, leider nicht. Oh, und jetzt muss ich schnell sein. Das war jetzt aber knapp. Dann können wir aber wieder hier runter. Dann bekommen wir ein Blümchen. So. Schnell Sammelwahn. Oh, komme ich da jetzt überhaupt dran? Geh mal von oben.
Natürlich habe ich das Level ja schon gemacht, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob in der Ranke, wenn man da hochgeht, ob da... Oh. Ob da oben jetzt eine Sternenmünze war. Da müssen wir mal gucken. Wäre natürlich blöd, wenn ich mich jetzt dafür geopfert habe. Aber nee, doch. Ich kann mich wieder daran erinnern. Da war doch eine. Und eine Schnapser. Da war nix. Oh, was haben wir denn hier drin? Bom, 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 bom. Und hoch. Schneller, schneller. Komm, gib mir was Schönes. Oh. Nö, die wollte ich nicht. Ui, ui, ui. Da vibriert aber der Gamepad wieder. Und da ist unsere Sternmünze. So, dann sind wir fertig. Ja gut, da hätte ich jetzt noch rutschen können, aber... Da wollte ich nicht. Ich wollte schnell wieder raus. Nix, kein Power-Up. Dann gehen wir mal weiter. Mal sehen, ob wir 111 diesmal schaffen. Also Zeit haben wir noch genug. Wollen wir es nicht? Nee, wir warten jetzt nicht. Ah, nicht genug Schwung. Oh yeah, Mario time. It's Mario time. Hey. Habe ich wieder eine Schnapsa gehabt? Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Was hatte ich denn? 166, 155? Ich weiß es nicht. So, was geht ab? Oh, der Bowser. Sehr böse. Hat das Schloss übernommen. Aber wir haben eine Eisblume. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hier ins Pilzhäuschen. Besuchen dort mal. Wähle einen Block aus und bekommst das Item, das darin versteckt. Aber denk, aber jetzt wird erstmal gemischt. Hoffentlich erwischst du keinen Bowser. So, natürlich ist hier der Trick dran, sich nur daran erinnern, wo der Bowser ist. Das hatte ich beim ersten Mal falsch gemacht. Weil ich mich nur daran erinnern, wo der Pilz war. Aber ich hatte es trotzdem geschafft. So, und jetzt nicht den Bowser drücken, auch wenn man sich den gemerkt hat. Du hast es geschafft. Das hat sich ja gelohnt. Klasse. Deswegen ist auch wahrscheinlich der rote Tod nicht dabei, weil er immer ein Pilzhäuschen hockt. Noch ein Stern, den braucht man eigentlich erstmal nicht. Risiko in Ritzelturm. Wer war denn das nochmal? Ich weiß gerade nicht, wie der Böse nochmal heißt hier. Der Boss. Eisblume? Ja, nehmen wir mal. Oh. Wer natürlich weiß, wer das ist, der kann es mir ja schon mal sagen. Oder eher gesagt in die Kommentare schreiben. Damit ich das auch weiß. Okay. Wofür war das jetzt? Achso, damit man da oben bleiben kann. Okay. Wieder nur eine Eisblume. Hm? Nimm ihn doch. So. Gehen wir mal weiter. Oh. Ja, da hätte ich jetzt die Blume gebraucht. Ne? Immer nehme ich die zu früh. Oh. Ach.
Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. So, dann haben wir ja fast schon wieder alle Münzen, alle Sternenmünzen. Oh, da ist was, da ist was. Kriegen wir ein Power-Up. Aber ich glaube, bei diesem gibt es nie Pilze. Nur gute Sachen. Was natürlich gut ist für uns. Haben wir hier was? Nee. Aber warte mal. Nee. Vielleicht hätte da ja ein Münzblock sein können mit einem Power-Up. Aber hier gibt es ja, soweit ich jetzt gesehen habe, immer nur Blümchen. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Das ist ja blöd, dass er nicht kaputt geht. Also richtig kaputt. Wie die anderen. Das war mies. Da war ich nicht schnell genug. Aber wir haben ja eine Flagge, da sind wir nicht jetzt ganz so weit zurück. Wäre schön natürlich, wenn ich da unten an die Münzen kann, also an diese roten Münzen. Und weil ich keine Teile nach Mario 64 gespielt habe, erinnert mich das an die roten Münzen von Super Mario 64. Also nee, Mario 64 hieß er. So, dann schießen wir uns mal nach oben. Nee, da brauchen wir nicht hin. Hätte ja sein können, dass da was ist. Auch hier ist ein Blümchen. Und natürlich ganz cool ist, wenn man ganz viele, ich weiß nicht wie viele das jetzt waren, von den Gegnern hintereinander trifft, dann kriegt man ein One-Up. Geh doch, geh hoch, geh hoch. So, dann müsste hier doch wieder was sein. Ja, Feuerblume mag ich auch viel lieber, deswegen nehmen wir die auch, bevor wir zum Boss kommen. Oh, da rechts war ein Bowser-Symbol, Bowser Junior. Ach ja, du Armer. So, und jetzt wird er wütend, geht in seinen Panzer, oder? Nee. Ich dachte, ach so, die Muskelbepackten, die machen das nicht, aber. War es aber sehr leicht, oder? Leichter als, finde die normalen auch schon leicht, aber der wird sauer und läuft trotzdem nicht im Panzer. Also fährt nicht im Panzer rum. So, dann haben wir das Schloss übernommen. Und ich habe jetzt kein Secret gesehen und ich wüsste auch nicht, dass da eins ist. Ja, das mit dem Miiverse ist unwichtig. Möchten wir nicht. Nein, mach weg. Jetzt nicht. Ja, ist mir klar. Jo, speichern wir mal. Und dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.